Horrorbilder von einem Fluss in Indonesien. Hier schwimmt ein Krokodil mit seiner Beute, der Leiche eines Mannes. Das Krokodil hat sein Opfer noch halb aufgefressen im Maul. Im trüben Ladonggi-Fluss schwimmt es flussabwärts. Das Opfer soll ein 60-jähriger Fischer aus einem Nachbardorf sein. Zeugen berichten, der Mann habe im Fluss gefischt, als das Reptil ihn attackiert und ins Wasser zerrt. Die Dorfbewohner finden den Rest der Leiche später etwa 2 Kilometer von der Stelle entfernt, wo das Krokodil zugeschlagen hat. Die tödlichen Attacken der Krokodile in den trüben Gewässern Asiens keine Seltenheit.